Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play World of Tanks. Zack. So, hier sitzen wir mal bei der schönen Ari wieder in der SU-8, wie ihr links seht. Los geht's! Los geht's! So many artillery, ja, ich auch. Die alle darüber, ne, komm, einer muss doch mit hier bleiben, ja? Ah, du Honk. Ich mach Platz. Ja, fahr ich weg. Gib mehr Ziele für mich. So, rein, du bist Hecki-Hecki. Bin ich jetzt überhaupt gebüscht? Nö, ne? Ja, das ist prima. Da ist mir nämlich jetzt scheißegal. Wird jetzt erst einmal anlegen. Wenn wir den Panther da einfach plätten. Feuer. Schon daneben. Sehr gut. Guter Schuss. Weg hier. Wenn ich gleich da bin, kann es losgehen. Aber ich muss ja erstmal eine halbe Stunde durch die Gegend fahren. Ich sehe sie doch. Warum fährst du denn vor, du Honk? Wirkungstreffer, der war nicht weg. Wo fährt er hin? Wo fährt er hin? Da fährt er hin. Dann halte ich mal hier einfach vor. An der Seite, den muss der mich loswerden. Ja, verstanden. Nächste kommt da oben durch. Kann ich keinen mitgeben, aber der schafft ihn. Du schaffst ihn. Da oben ist der nächste. Nicht so schnell, nicht so viel dahin fahren. Bleib ein paar Meter weg, bleib doch ein paar Meter weg, bleib doch ein paar Meter weg. Ich werde jetzt schießen müssen. Wirkungstreffer! Warum nur, warum nur? Er hat ihn. Okay. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Weg ist er. So. Von wo? Von da? Bestimmt nicht. War der nicht. Das ist schön, dass ich den erreichen kann. Verstehen. Noch so einer und die sind fertig. Ja, 270 haben wir abgezogen. Von 1600. Noch so einer ist er fertig, ne? Fährt hinter die Hütte, aber die hier oben klären jetzt auf, würde ich sagen. Oh, das nützt mir natürlich nichts, wenn ich nicht dran komme. Da steht eine Ari.
Vorwärts. Da komme ich dran, da komme ich dran. Abgedrückt, scheißegal. Der geht zurück in der Ecke, verpisst sich hinterm Haus. Nee, steht mitten auf der Straße. Komm. Nee, nicht ganz. Na, schön zurück, zurück, zurück. Gute Idee. Feuer! Kacke! Kein guter Schuss. Nochmal neu. Nicht. Was willst du da vorne? Da vorne kriegst du in die Schnauze. Nein, nein, bleib schön stehen. Der ist erledigt. Such dir ein neues Ziel. Übelst Tower hat er gekriegt. Na, schaffen wir es. Scheißegal, mal testen. Das war knapp. Naja. Besser wie ja nicht. Boing. Auf Wiedersehen. Sieg. Yeah. Ja, so eine Ari rockt. Auf jeden Fall. Macht Spaß. Aber das höhere Modell kann ich euch irgendwie nicht empfehlen, ja. Hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Ich habe die SO14 gehabt. Habe sie verkauft. Bei einer Schusszeit vom kleinen Rohr von 2,5 Schuss pro Minute und bei dem großen 1,5 Schuss. Also 40 Sekunden warten, bis man abfeuert. Und wenn er dann daneben geht, da ärgert sich Pest am Wald. Kann ich nicht empfehlen. Ja. So, was machen wir jetzt? Jetzt zeige ich euch mal meinen T49, den ich gekauft habe. Gucken wir mal im Forschungsbaum, wo er sich befindet. Der T49, blub, der ist hier. Quatsch. Wo ist er denn? Der ist bei den Amis. Amis. Müssen wir auch die Amis anklicken. Und zwar geht er hier in Richtung Hellcat. Und die Hellcat ist an für sich mein Ziel. Hidi könnte ja direkt durchschalten, an für sich, wenn er ein bisschen Freipunkte hat. Der hier macht schon Spaß, ist relativ zügig unterwegs. Dem sein Problem ist, die Turmgeschwindigkeit ist etwas langsam. Ja, der dreht sehr lange im Turm und er hier auch. So ist der Kamerad sehr flott unterwegs. Ne, er sieht 61 km/h, ist ganz gut. Knarrenmäßig ist er auch noch ganz gut ausgestattet beim halt bei der letzten. Ja, mit Durchschlagskraft von 128 und 115 Schaden. Ist schon nicht schlecht, bei fast 19 Schuss pro Minute kann man sich hier fahren lassen. So, zeige ich euch den mal. Da habe ich ein riesen Funkgerät eingebaut mit einer Reichweite von 750 Metern. Das ist schon eine Menge Zeug. Ihr könnt als Aufklärer fungieren, ihr könnt aber auch ein bisschen Schaden machen. Hier bei den... Hoppala. Sorry. Hier bei den KVS, bei den Sechsern, wird es natürlich eine Nummer härter, aber ist ja ganz normal. So, hier werde ich mal den Aufklärungs-Johnny meme, glaube ich. Schauen wir mal. Doch. Dann machen wir mal die Map etwas größer. Ich werde da unten hinfahren, G7 in die Ecke. Wenn da jetzt schon einer vor mir ist, dann lohnt sich das nämlich nicht. Weil nur für Erstaufgeklärte bekommt ihr Points. Na, und da fährt schon einer. Ich sehe ihn schon fahren, ich sehe ihn schon fahren. Du willst nicht runter. Nein, nein, ist hier viel zu gefährlich. Du willst nicht runter. Du willst nicht runter. Ach, da leck mich. Na, fahr doch. Dann bleib ich hier. Und der hat klärt hässliche Tal auf. Dann klär was auf, dann schieße ich drauf. Na, wir sehen. Wir sehen nichts. Doch, da ein KV, ein dicker KV Dreck. Boah. Volltreffer. Volltreffer, natürlich wieder nicht durch. Bam, ist er weg. Der ging glatt durch. Lol. Volltreffer. Oh ja, immer weiter. Auf die Position, er muss da irgendwo stehen.
Und der nächste. Volltreffer. Walten. Wirkungstreffer. Und so auf Wiedersehen. Den haben wir fertig gemacht. So sieht's aus, Jungs. So sieht's aus. Wird der nächste auf. Da steht der KV. Den habe ich schon immer weiter eingesammelt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Den klären wir aber auf. Dürfte nicht so das Problem werden. Dümmliche KV. Du fährst da lang, ich fahre hier lang, okay. Der Bier. Nee, ich bleib nicht stehen. Aha. Na, ist schon nachgeladen? Ich ja. Wo? Ari schießt auf mich. Mag ich nicht. Ich bleib mal hier stehen, was? Ja, da komme ich nicht dran. Den müsst ihr oben wegrotzen vom Hügel. Wer ist das? Ihr Arschgeige. Na, den weg da oben im Penner. So, hab ich fetteste Berg hoch. Was da? Kommen wir da dran? Nee. Schön, dass ich nicht gemeint war, aber macht ja nichts. Volltreffer! Wir haben sie nicht mal angekratzt. Sehr schön, weiter geht's. Wir sind noch da. Der nächste im Gebüsch. Schnall ihn ab! Volltreffer! Hilfe! Sie haben uns! Fuck! Los. Dieses hässliche Scheißding! Ja, da wirst du nicht kriegen, du musst ihn umfahren, Mann! Oi. Zeig mal, bleib mal bei meinem Luftbüro. Da steht der dicke T1 noch drin. Er zielt auf dich. Oje. Luftbüro. Oder Juffibüro. Sieht nicht gut aus für dich. Pass auf von der Seite. Wir verlieren an Geschwindigkeit. Das war knapp. Wieso schießt denn die doofe Ari nicht dahin? Von vorne könnt die Ari von vorne. Von vorne könnt die Ari, du Gim. Sieht er die nicht oder was? Was soll das? Ah, weg ist die Ari. Jetzt könnt der andere nach vorne, dann macht die kalt. Zieh gerade, schieß ihn auf den Turm. Ah.
Zurück hinter Panzer, jawohl. Jetzt kriegt es ja. Zack, Wiedersehen. Und tschüss T1. Sieg! Ja. So gefällt mir das. Ne? Einmal mit der Ari-Sieg. Einmal mit dem kleinen Johnny. Was haben wir hier? Weil die kriegt Richtschütze. Ja, wie immer. Bumte, bumte. Aber hier, ne? Beim Aufklärer ist das hier wichtig. Schaden ermöglicht durch Aufklärung. Ne? So viel Schaden, wie ich erhalten habe. Auch noch ein bisschen Schaden gewirkt. Ist ganz gut. Dementsprechend gibt es auch einigermaßen Zaster und Erfahrung. Ne, fast 1000 Erfahrung mit einem Spiel. Ja, klar. Okay, Premium-Zustand. Hier normal ohne Premium 639. Ist aber auch noch jede Masse. So, in dem Sinne, ne, habe ich mal ein schönes Spielchen gezeigt mit der SU-8 und den T-49. Schauen wir mal, ob ich zwischendrin noch eins einwerfe mit ein paar von denen hier. Im Moment bin ich mit dem KVS zugange und versuche mal anständig auszurüsten, weil der arme Kerl, der braucht ja erstmal hier die vernünftige Wumme, ja, und den dicken Motor. Und das ist ja so schweineteuer schon bei den 6er Klassen. Hier 11.000 Erfahrung für einen bekackten Motor. Entschuldigung, aber ist doch wahr. Und 17.000 für die Wumme. Aber hallo. Ne? Also das wird noch was dauern. In diesem Sinne, habe die Erde.